Oder habe ich nichts Schickes an, dass der mich nicht nimmt? Aber ich habe doch. Warte. Kleidung wechseln. Ich habe doch einen Anzug an. Hütebrillenausschau habe ich nicht. Und ich habe doch auch schicke Schuhe an, oder? Was ist der Rest? Ja, die trägt er garantiert nicht. Und dann habe ich nur noch die da. Ja, nee, ich habe ja eigentlich was Schickes an. Oder muss ich was noch Schickeres anziehen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade verwirrt. Was? Chillax? Ich glaube, ich gehe nochmal zu Perseus und schau mal, ob ich da vielleicht noch was Schickeres kriege. Keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt. Warum hat es jetzt nicht geklappt gestern? Ist es schon Perseus? Tatsache. Ja, sowas Praktisches aber auch. Hä? Ach da. So. Moment, hat er überhaupt offen die Uhrzeit? Ach, das ist New York, die Stadt, die Liberty City, die Stadt, die niemals schläft. Hiya. Welcome to the world of Perseus. Ja, ja. Kann ich euch Uhren kaufen? Geh mal weg. Ne, kann ich nicht. Ne, da kann ich nichts kaufen. Charcoal. Gott, jetzt geht das wieder los. Obsidian. Obsidian ist ja den Anzug, den ich gerade anhab, gell? Na toll, natürlich gehe ich jetzt nachts rein, wenn ich hier nichts sehe. Aber ich glaube, jetzt bist du gleich Anzug höchst. Ach komm, ich kaufe höchstens neue Schuhe. Der Anzug müsste ja eigentlich passen. Was sind denn hier Schuhe? Ah, da hinten sind Schuhe. Schuhe, Schuhe kaufen. Natürlich sieht man ja. Ich sollte wieder kommen, wenn Tag ist. Braune Slipper, das schaut ja kacke aus. Beige Slipper würden ja noch gehen, aber nee. Wildlederschuhe, nee. Da sind sie braun. Schwarze Wingtips. Ach komm, nehmen wir die einfach. Da. Habe ich neue Schuhe gekauft. Aber man konnte anscheinend Brillen kaufen. Oder Hüte oder irgendwie sowas. Geht das hier irgendwo? Das würde mich jetzt dann doch interessieren. Was gibt's hier noch? Das sind doch Brillen. Wieso kann ich mir da keine kaufen? Was gibt's denn hier? Hier sind bloß die Jacken. 300 mit Weste und. Wie schaut denn das eigentlich aus? Das hat natürlich auch was. Geiler Scheiß. Das ist schick. Das nehme ich. Gut. Das haben wir jetzt komplett neu eingekleidet. Wenn er uns jetzt nicht nimmt, dann weiß ich auch nicht. So, wir schauen schick aus. Haben einen schicken Wagen. Also, wenn wir jetzt nicht schick genug sind für die Hochzeit, dann weiß ich auch nicht. Das einzige Problem ist jetzt halt nur. Wir müssen jetzt warten. Wie viel haben wir denn? 5. Halb 6. Es tut mir jetzt irgendwie leid, dass wir jetzt schon wieder warten müssen. Ich fahre jetzt mal Richtung Krankenhaus. Nee. Wie heißt's? Kirche jetzt, das ist andere. Die andere Institution mit K. So. Da drüben ist, glaube ich, die Baustelle, oder? Jo, dachte ich mir. Nein! Nein! Mein Licht ist putt. Mein Licht ist putt. So, okay, heute gebe ich es mir. Ich werde das Geld eh nicht mehr brauchen. Irgendwie verschwende ich hier gerade ziemlich viel Zeit. Das tut mir jetzt auch irgendwie leid. Aber irgendwie mag mich das Spiel gerade nicht. Es hat mich nicht zur Hochzeit gehen lassen. Ach, was mache ich denn? Ist ja gerade wurscht, ich fahre jetzt sowieso zum Pain Spray. Der ist ja gerade wurscht. Verzieh dich! Huch, das ist eine Zufallsbegegnung. Egal, ich gehe jetzt zum Pain Spray. Ich gehe sowieso zum Pain Spray. Kann ich es auch demoliert hinbringen. So. Jetzt fahre ich halt rückwärts rein. Da
Tada! Okay, und jetzt probieren wir es einfach nochmal. Ja, es vergeht sogar Zeit dabei. Das ist ja cool. Ach, das weiß ja halt auch was. Vor allem schön passend zur Hochzeit. Hey, Kay. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my mom's. See you soon. Die macht mich fertig. Coole Kate ab. So, wie komme ich denn jetzt hin? So. Halbe Stunde vor der Hochzeit. Ja, kannst du mich abholen? Vibe. Fällt dir das nicht früher ein? Okay, ich weiß, ein paar Stunden im Pain Spray. Vielleicht klappt es daran. Lass mich mal hier durch. Ach scheiße, da komme ich hier gar nicht durch. Verdammt. Heute ist nicht mein Tag, ehrlich. Ich hätte heimbleiben sollen. Im Pyjama anziehen, bequemen. Und einfach den ganzen Tag durchpennen. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Okay, ich muss die Aufnahme jetzt beenden. Nein, Spaß. Wir ziehen das jetzt noch durch. So, jetzt lass mich hier doch mal durchfahren. Jetzt wird eine interessante Straßenführung. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon. Ich fahre jetzt wieder dagegen. Ich will dieses Auto nicht beschädigen. So. Fahre ich diesmal ganz, ganz brav. Und ich muss das jetzt hier schon mal brechen. Okay, so geht's auch. Da, 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 da. Aber mir passt da die Musik immer dazu. Das ist eigentlich so ein bisschen 20er Jahre. Sag doch. Keine Ahnung. Jazz. Was war das? Große Jazz halt irgendwie. Das ist nämlich so ein bisschen Mafia. Mafia war ja 20er Jahre oder 30er Jahre. Ich weiß es gerade nicht mehr. Glaube ich. Doch ja, 20er, 30er Jahre, sowas. Da hat immer nämlich A der Wagen und B die Musik. So, ach, wir sind. Boah, der war knapp. Der Wagen ist noch ganz, noch Hammers. Das Weiß ist eigentlich recht schön. Und sehr passend für die Hochzeit natürlich. Das reine Weiße, das Unschuldige. Warum sind eigentlich denn die Männer dann meistens in Schwarz gekleidet? Also die Anzüge bei der Hochzeit? Eigentlich müssen die ja auch einen weißen Anzug tragen, oder? So von der Idee her mit Weiß und Unschuld. So, jetzt sind wir Gott sei Dank endlich da. Boah, ich krieg die Krise. Na, na, na. Ja. Ah, lauf halt zu, Mädel. Ich habe jetzt zu tun. Die Hochzeit war vor einer Stunde. Ich muss mich beeilen, sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Brucey? Hör ich das gerade richtig in der Werbung? Ja, geh halt noch schneller. Triff Roman bei der Kirche und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Oh. Ich habe leider ganz vergessen, dass wir Kate mitnehmen. You're looking really nice. Shall we go to the church? So, how do sociopaths behave at weddings? Will you fire a gun into the air as your cousin walks down the aisle? No, there won't be any gunfire at this wedding. I might steal the collection box if the mood takes me, though. Oh, really? Yeah, I'll mug any nuns that are hanging around the church as well. You know, it's not that weird to think that there might be some shooting at this wedding. Not only do you seem to attract ultra-violence wherever you go, but this was the church where we had my brother's funeral. You remember how that turned out. Yeah. How are you about that? Do you miss him? I'm okay. He's still in my thoughts, you know. He brought it on himself and he wasn't a good person. When I think about him, I just wish that he'd been happy in his life.
What would have made him happy? It's hard to say, but maybe the right person? Yeah? Do you think that that is the answer for everyone then? Maybe. The right person can make your life wonderful in the same way that the wrong one can ruin it. The problem is that it's difficult to tell which one the man you are with is. Huh. I've had some trouble telling right and wrong apart before. After the war, I was involved in a life I felt was not for me. Those decisions became very difficult. You're talking about your criminal exploits as if they're a thing of the past. Well, maybe they are. I don't want to be involved with the men I have been involved with. I want to surround myself with good people, not bad ones. Recently, I have tied up a lot of loose ends in this city. My past does not haunt me in the way that it used to. I've tried to separate myself from it. I'm ready to try to be good. Are you? Are you prepared to say goodbye to the fast cars, the drugs, the violence, the cheap women? Yes, I am. Do you think that the men you've been dealing with will let you walk off into the sunset? They will have to. I'm not a slave. It would be easier to be happy if I was with the right person, though. How do I know that you're right for me? How do I know that I won't get hurt? I'll look after you, Kate. I promise I'll protect you. There's nothing else I can say. You don't need to say anything else. So, so. Ein Ende von kriminellen Machenschaften. Das wäre ja bestimmt schön für Nico. Bloß, es kommt nicht immer so, wie man sich das denkt. Aber vielleicht ist es ja bei ihm anders. Aber man kann nie wissen. So, und vorhin wollte ich voll nach Straßenverkehrsordnung fahren und dann fährt mir so ein Trottel hinten rein. Jetzt habe ich so eine schöne Delle da hinten drin. Super. Straßenverkehrsordnung für einen Arsch. Ja, aber jetzt fröhliche Gedanken. Wir sind jetzt gleich auf einer Hochzeit. Ding! Fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Mwah! Yes! Wonderful! Okay. Yes, I did it! Hey! Yes! Congratulations, cousin! Thanks for coming. All right, yes, okay. There we go. Okay, yes, we are married. Okay. Oh, Nico. Nico, mwah, mwah. You fucking double-crossed an immigrant shit! Nico! Nico, come on! Oh. Somebody call an ambulance! Call a fucking ambulance! She's dead! What? Oh, shit! Shit, shit! She told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can! She's easy, dead! Easy, easy, Aya, bring him up. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Don't worry, we'll take care of this, man. Okay, okay. Tja, so kann's gehen. Es ist doch noch nicht vorbei.